Urologiepraxis Dr. Lustmolk? Sie bluten, wir sputen? Ja, dann kommen Sie doch am besten mal zu Dr. Lustmolks Einführungsveranstaltung. So, Klein Erna, du bist die Nächste. Ah, Klein Erna, möchtest du wieder Doktor spielen? Nee, Dr. Lustmolk, ich hab dir meine Puppe mitgebracht. Oh, die Golden Olga Eurostar in der sportlichen Dreilochausführung. Wir kennen uns ja bereits. Papa hat mich geschickt. Er sagt, Olga muss wieder neu bespannt werden. Und ihr Hintern ist schon ganz zerschlissen. Kikriki, kikriki, die goldene Jungfrau muss wieder hi, was? Tja, die Jungfern heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Tut das nicht weh, Onkel Doktor? Nur beim ersten Mal. Hat dein Vater sich schon für eine Geschmacksrichtung entschieden? Vielleicht Brombeer? Nein, er will gerne wieder Paprika. Der reißt aber auch immer Schoten. Na, da mache ich ja auch gleich noch eine Knoblauchzehe. Und dann hat er noch was von After Eight gesagt. Ach, diesmal kein scharfer Gularsch? Nein, Papa sagt, davon muss er immer aufstoßen. Gut, sonst hätte ich auch extra eine neue Dose aufmachen müssen. Soll sie denn auch etwas im Kopf haben? Ja, Stroh, weil ihm der Hafer immer so sticht. Dr. Lustmolk, war meine Mutter auch wie Olga? Aber nein, mein Kind. Sie hatte wesentlich mehr Geschmack. Ihr Schoss Hollandaise machte jeden Spargel zum Genuss. Und als sie plötzlich aus allen Nähten platzte, war dein Vater schwer getroffen. Und heute ist er spitzer denn je. Holen Sie jetzt Nadel und Faden? Heilige Maria Dolorosa, nein! Sie muss natürlich heiß geleimt werden. Aber erst muss ich die betreffenden Stellen ein wenig aufrauen. Gut, dass ich mich seit Tagen nicht rasiert habe. Oh nein! Sie ist vollkommen durchgeknallt! Sag ihm, er kann sie heute mal so richtig schön flachlegen. Herr Doktor, Sie haben es geschafft. Übernimmt das auch die Kasse? Leider noch nicht. Aber Professor Gallo Lustmolk, Frauenarzt aus Leidenschaft, macht es nicht nur für Geld.